Die Frage ist, dürfen Hare Krishnas, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich, heiraten? Die meisten sogenannten Hare Krishnas, ich würde jetzt ja Vaishnavas sagen oder Devotees im Slang, sind verheiratet. Die meisten haben Familie, Frau, Kinder, arbeiten, verdienen Geld, sind an der Universität. Nur die wenigsten leben, jetzt zum Beispiel wie ich, als Mönch, das heißt entsagt und ohne eine Familie. Ich könnte persönlich noch heiraten. Es gibt zwei Arten von Mönchen. Der eine heißt Brahmachari, derjenige, der als Mönch lebt, aber die Option hat, er kann noch heiraten, bis er sich entschieden hat, heiraten oder nicht. Und wenn nicht, dann tritt er in den Stand des Sannyas. Und Sannyas heißt vollkommene Entsagung. Das gibt es auch ein Gelübde, dass man dann auch nicht mehr zurückgeht. Also dieser Sannyasi-Mönch kann nicht mehr heiraten. Und deshalb wird er auch sehr respektiert für seine Entscheidung, wirklich abgeschlossen zu haben mit der materiellen Welt. Sannyas heißt das. So, die meisten Hare Krishnas sind eben keine Mönche, sondern haben Frau, Kinder, Familie. Wir verstehen, man kann und soll sogar in den meisten Fällen ganz natürlich in dieser Welt leben. Natürlich gibt es gewisse Prinzipien und gewisse Regeln, die diese spirituelle Lebensweise empfiehlt, vorschreibt. Und wenn man sich daran hält, kann man trotzdem, man eben in der materiellen Welt lebt, sehr viel spirituellen Fortschritt machen. So, ja, Hare Krishnas können heiraten. Hare Krishna.